Sie frisst jährlich Milliarden Etas. Und dennoch, heute sterben weit mehr Menschen an Krebs als noch vor 100 Jahren. Die Krebsforschung ist definitiv die erfolgloseste Wissenschaft aller Zeiten. Hierzu Statistik. Vor 100 Jahren lag die Krebskrankheit auf dem 8. Rang tödlicher Krankheiten mit 3% aller Todesfälle. Heute, im Jahr 2000, liegt die Krebskrankheit bereits auf Platz 2 bei über 20% der Gesamtsterblichkeit. Und die Krebsforschung selber sieht für 2020 voraus, dass Krebs dann der Killer Nummer 1 sein wird. Die Krebsforschung schämt sich dessen nicht. Nein, sie verkündet diese Prognose, als sei man auch noch besonders stolz darauf. Es ist schwer nachvollziehbar, dass ein Jahrhundert hochbezahlter Krebsforschung die Krankheit nicht kontrollierbarer gemacht hat. Die Todesstatistiken beweisen, dass irgendetwas in der Krebsforschung grundlegend falsch läuft. Aller Aufwand verpufft wie in einem Fass ohne Boden. Erforscht man seit 100 Jahren des Kaisers neue Kleider, nur unter einem neuen Namen, bösartige Zelle? Alle glauben an sie seit 100 Jahren, doch wer hätte das Phantom wirklich gesehen? Niemand. Was ist los bei der Krebsforschung? Es scheint, als suche man die bewusste Nadel, wüsste nur noch nicht, in welchem Heuhaufen. Die moderne Krebsforschung begann Ende des 19. Jahrhunderts und führte zur Streitfrage, ob Krebs eine von außen in die Zelle hineingetragene, lebendige Infektion ist oder das Resultat verschiedenster toter Einflüsse auf die Zelle. Die Deutung der Krebsursache ist seitdem der zentrale Streitpunkt. Dieser Streit begann zur Zeit der Flugversuche Otto Lilienthals. Als man mit diesen Klapperkisten zu fliegen begann, legte man mit der Technik jener Zeit auch die Wurzeln zur noch heute gültigen Lehre vom Krebs. Man sah damals keine Krebserreger, weil man dazu technisch nicht in der Lage war und folgerte daraus: Krebs ist keine Infektionskrankheit. Und dabei ist es bis heute geblieben. Die internationale Krebsforschung befindet sich sozusagen noch in der Steinzeit, nicht willens, sich der Neuzeit anzupassen. Da Krebs aber einer Ursache bedurfte, bildete sich in den Köpfen der Forscher das Phantombild der bösartigen Zelle. Der Laie gewinnt daraus den Eindruck, dass sich aus einer normalen Zelle ein Monster entwickelt hätte. Das ist falsch. Denn inzwischen sind die zu Zeiten Virchows noch nicht sichtbaren, aber von Robert Koch vermuteten Parasiten längst sichtbar und seit über 30 Jahren gefilmt und publiziert. Greifen wir 30 Jahre zurück. Am renommierten Max-von-Pettenkofer-Institut für Mikrobiologie in München befassten sich Ende der 60er Jahre drei deutsche Mediziner, die Doktoren Übing, Schiertz und Winter, mit der Erforschung rätselhafter Gebilde im menschlichen Blut. Sie veröffentlichten in der angesehenen Fachzeitschrift Ärztliche Praxis auf der Titelseite einen Bericht über ihre Arbeit unter der Überschrift Ungewöhnliche korpuskuläre Elemente im Blut. Bei der Zählung roter Blutkörperchen im verdünnten Menschenblut lassen sich nicht selten Korpuskeln nachweisen, welche sich nicht als Blutzellen einordnen lassen. Es handelt sich dabei um ovale, gelegentlich auch traubenkernförmig erscheinende Teilchen mit einer Länge von 2 bis 3 Tausendstel Millimeter. Der Nachweis dieser Korpuskeln gelingt bei einem bemerkenswert großen Patientenkreis. Es existieren Beobachtungen, dass die kleinen, ovalen Formen in rote Blutkörperchen eindringen können, die Blutzelle im Anschluss daran ihre Form ändert und nach einiger Zeit rundliche Teilchen ausscheidet. Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich bei den beschriebenen Körperchen um Zellen von wahrscheinlich parasitärem Charakter handelt. Der Artikel basiert auf einer von Professor Übing finanzierten Experimentalreihe und legt zwingend nahe, dass eine große Anzahl von Patienten parasitäre Mikroben im Blut habe. Eine Volksseuche war entdeckt, doch maß offenbar niemand diesem Umstand Bedeutung bei. Das heißt, Professor Übing hätte sein Geld ebenso gut aus dem Fenster schmeißen oder es verbrennen können.
Diese 1970 publizierten Versuche der Mediziner Shields, Übing und Winter befassten sich mit der Darstellung einer parasitären Blutinfektion, einer sehr ernsten Erkrankung also. Ein anderer Mediziner jener Zeit, der bayerische Arzt und Zellforscher Dr. Alfons Weber, stellte seit den 60er Jahren ähnliche Versuche an und erkannte noch vor den Medizinern des Max-von-Pettenkofer-Instituts in den agilen Korpuskeln die Erreger einer Blutinfektion. Er filmte aber sein Experiment schon in den 60er bis 80er Jahren und schuf damit einzigartiges Beweismaterial. Die von Dr. Weber dargestellten Mikroparasiten sind grundsätzlich in allen Krebsgeweben und im Blut aller Krebspatienten nachweisbar. Einige Beispiele. Hier sehen Sie einen über der Flamme gehärteten Blutausstrich. Es handelt sich um myeloische Leukämie. Dies ist das Blut eines Patienten mit Leberkrebs. Hier sehen wir das Blut eines Blasenkrebskranken. Und dies ist Tumorgewebe des Blasenkarzinoms. Man erkennt die lebhaften Bewegungen der Mikroben. Hier lautet der Befund Lymphknotenmetastase. Dies ist ein fast erwachsener Gamet. Er befindet sich im Zwischenzellraum. Hier eine Blutuntersuchung nach Mama-Operation. Befund: Zellkomplex einer Uterus gespritzt. Das ist das Blut eines an Lippenkarzinom Erkrankten. Und hier Zellen eines Lungenkarzinoms. In der Ecke links unten ein rotes Blutkörperchen, in dessen Innerem sich, wie vor einem Fenster, lebhafte Mikroparasiten zeigen. Fadenformen. Allen Aufnahmen ist gemeinsam, dass sie bestimmte, immer wieder auftauchende Mikrobenarten zeigen. Es gibt kein Tumorgewebe ohne diese Mikroben. Es gibt kein Blut Krebskranker ohne diese Mikroparasiten. Die bislang von der Schulmedizin nicht zur Kenntnis genommenen unerforschten Mikroben sind nach Dr. Weber umfassend dargestellt. Sie gehören zu zwei unterschiedlichen Spezies. A. Ausgewachsen, fadenförmig. Die Länge beträgt das Mehrfache eines roten Blutkörperchens. B. Die häufigere Form ist stabförmig. Die Länge dieses Gameten entspricht etwa dem Durchmesser eines roten Blutkörperchens. Die Jugendformen beider Arten sind rund bis oval. Bei den üblichen Blutuntersuchungen bleiben die Parasiten fast immer unentdeckt, denn ihr Versteck ist das Innere der roten Blutkörperchen. Durch die Außenhülle der Blutzelle perfekt getarnt, bietet das Innere reichlich Nahrung in Form von Sauerstoff und Hämoglobin. Der Parasit dringt als Merozoid, als Jugendform, in die Zelle ein, mästet sich dort und wächst zu voller Größe heran. Ist die Zelle leer gefressen, verlässt der geschlechtsreife Gamet die Wirtszelle und sucht sich einen Partner, um mit diesem Erbmaterial auszutauschen. Betrachten wir die Parasiten etwas näher. Nachfolgend sehen wir unter A die Stabform und unter B eine Mikrobe in Fadenform.
Beide Arten beginnen als winzige Oozoiten oder Merozoiten. Die Jugendform bezeichnet man als Trophozoit, die zum Gamet der geschlechtsreifen Mikrobe heranwächst. Ein Gamet steckt hier in einer roten Blutzelle und sondert einen Merozoit nach dem anderen ins Blutplasma ab. Und dies ist der fadenförmige Typ B. Stabform wie Fadenform beginnen als Oozoiten oder Merozoiten. Hier der Trophozoit der Fadenform. Das ist die ausgewachsene Fadenform. Bei Gefahr teilt sich der Gamet in seine Überlebensform, in Merozoiten. Hier wie eine Perlenkette die Teilung der Mikrobe zu neuen Merozoiten. So werden aus großen Gameten rasch wieder winzig kleine Überlebenskapseln. Merozoiten, von denen jede einzelne die Jugendform eines neuen Gameten darstellt. Größenbeispiele: venöses Gas, arterielles Gas, parasitäre Mikrobe, vakuolisierte Mikrobe. Diese Schautafel veranschaulicht die Größenverhältnisse zur Muttergewebszelle. Die Infektion bleibt zunächst auf das System von Adern und Lymphgefäßen beschränkt. Zwar besitzen die Äderchen Poren, aber diese sind eigentlich nur für Flüssigkeiten und gelöste Stoffe durchlässig. Die Größe parasitärer Jugendformen aber liegt darüber. Das heißt, der oder die Betroffene ist zwar infiziert, aber noch nicht erkrankt. Die Abwehrzellen des Immunsystems halten die Parasitenzahlen in Grenzen. Sie sehen hier eine Polizeizelle. Deutlich erkennt man die sogenannten Pseudopodien, die mit Haftschleim versehenen Tentakeln, mit denen der Leukozyt die Eindringlinge einfängt. Die gefangenen Mikroben werden eingeschleust und sind dann im Zellleib zunächst einmal neutralisiert. Das brodelt hier wie ein Schwarm Hornissen. Geht alles gut, kommt dieser Leuko mit seinen Gefangenen in die Leber oder Milz und wird dort von Riesenfresszellen vereinnahmt und chemisch verbrannt. Wie gigantisch die Belastung des Blutes schließlich ist, sieht man aus diesen Aufnahmen. Dr. Weber hat dem Präparat eine Chemikalie zugegeben, Feltauri. Der Leuko versucht sich gegen das Gift zu schützen. Er stellt einen extremen Innendruck her, sodass sich aus dem krakenartigen Mikrobenjäger ein platzvoller Ballon entwickelt. Deutlich erkennt man die in seinem Inneren gefangenen Mikroben. Am Ende hält die Zellmembran der Doppelbelastung von Überdruck innen und Gift außen nicht stand und platzt. Und nun sehen Sie die dichte Wolke ausschwärmender Mikroben, die eine zweite Chance wittern. Sie entfliehen in alle Richtungen, fort vom Ort ihrer Gefangenschaft. Es entstehen neue Gameten. Soweit die vereinfachte Darstellung einer Blutinfektion durch Protozoen. Das sind Urtierchen, wie sie 1970 auch von den Forschern des Max-von-Pettenkofer-Instituts beschrieben worden sind.
Dr. Weber stellt sich darüber hinaus die Frage, was wohl geschähe, wenn die Durchlässigkeit der Äderchen sich durch kleine, anhaltende Katastrophen wie Vergiftung oder Verstrahlung erweiterten. Die Folge wäre doch, dass Parasiten aus der Transitbahn des Adernsystems ausbrechen, hinein in das ernährende Bindegewebe. Diese dicken, gelben Brocken stellen im Trick Parasiten dar. In Wirklichkeit beträgt ihre Größe nur ein Tausendstel Millimeter oder sogar noch viel weniger. Durch Schadstellen der Kapillaren dringen sie in das umliegende Gewebe ein. Wir sehen hier im Trick die Schleifen der Kapilläderchen. Jeder Mensch hat ein Kapillargeflecht von vielen tausend Kilometern Länge. Unser Bild zeigt davon nur den Bruchteil eines Millimeters. Die roten Blutkörperchen sind zunächst mit Nutzlast wie Glucose und Sauerstoff beladen. Das ist hier die rote, die arterielle Spur. Diese Fracht wird ins Bindegewebe abgegeben. Danach nimmt die Zelle verbrauchte Substanzen auf, wird in unserer Darstellung blau eingefärbt. Das symbolisiert den Übergang von der Arterie in die Vene. Das Bindegewebe ist eine Art von Zwischenspeicher. Es grenzt an die Basalmembran an. Das ist eine Schicht agyrophiler, kittartiger Fasern. Darauf stehen die Muttergewebszellen, umgeben vom Zwischenzellstrom. Über diesen erfolgt Ver- und Entsorgung der Mutterzellen. Was geschieht nun, wenn die parasitären Mikroben der verlockenden Spur der Düfte von Sauerstoff und Glucose bis hin zu den Muttergewebszellen folgen? Sie hätten zunächst die Durchlässigkeit, die Permeabilität der Kapilläderchen zu überwinden. Darauf vorgeschädigtes Bindegewebe, danach die Basalmembran zu durchdringen, was umso leichter geschieht, desto vorgeschädigter durch Gifte, Strahlung, Viren etc. der gesamte betroffene Bereich schon ist. Eine Mikrobe ist jetzt gegen die Mutterzelle gestoßen und kleben geblieben wie an einem Fliegenfänger. Sie ist gefangen. Dies ist das Innere der Muttergewebszelle. Wir sehen zentral den Nukleus, den Zellkern, umgeben vom flüssigen Zellplasma. Die Zellmembran schleust die gefangene Mikrobe ein und umhüllt sie mit einer Verdauungsvakuol. Da aber ständig neue Parasiten in den Zwischenzellstrom nachdrängen, muss die Mutterzelle weiter Mikroben einfangen. Die ersten gefressenen Mikroben kann die Mutterzelle noch in Verdauungsvakuolen verpacken. Die Fähigkeit zur Vakuolisierung ist nach einer gewissen Anzahl von eingeschleusten Parasiten erschöpft. Die Zelle kann zwar noch fressen, aber nicht mehr vakuolisieren. Sie ist krank, todkrank. Die Zelle muss weiter fressen. Zusätzlich gelangen weitere Parasiten, jetzt ohne Umhüllung, in den Leib der infizierten Zelle. Die eiweißspaltenden Fermente vergiften die Mutterzelle mehr und mehr. Diese hat jetzt nur noch zwei Möglichkeiten. Erstens, sie versucht, die giftigen Mikroben zu neutralisieren und stirbt danach. Oder zweitens, sie teilt sich, halbiert damit die Anzahl der Parasiten und Gifte in sich. Sie wuchert. Was sehen wir hier? Diese lebhaften Korpuskeln sind nach Dr. Weber Mikroben, die im Blutplasma agil herumschwimmen.
Die hier gezeigten Korpuskeln sind nicht Hirngespinste der Forscher des Max-von-Pettenkofer-Instituts oder eine fixe Idee des Dr. Weber. Inzwischen werden sie auch von den Krebsforschern der maßgeblichen Institute nicht mehr bestritten. Man nennt sie jetzt nur anders. Was Dr. Weber zum Beispiel als Gameten einordnet, bezeichnet das DKFZ heute als zelleigene Organellen. Und was Dr. Weber Dauer- bzw. Jugendform nennt, bezeichnet das DKFZ Heidelberg als apoptotische Vesikel. Apoptose. Ein Fremdwort? Was bedeutet es? Es ist dem Griechischen entnommen und bezeichnet das Fallen herbstlicher Blätter. Apoptose steht für planmäßigen Selbstmord einer Zelle, die im Gesamtorganismus überflüssig wurde. Bei der Ausformung von Gewebe, zum Beispiel bei Embryos, Vernarbungen und so weiter, ist die Apoptose sinnvoll, ja erforderlich. Aber ist auch tatsächlich all das Apoptose, was die Krebsforscher so bezeichnen? Lassen wir die Krebsforscher in einem Video der Spektrum-Videothek selbst zu Wort kommen. Apoptose. Diese Zelle stirbt. In einem geordneten Ablauf verpackt sie ihr Zytoplasma in kleine Vesikel und sondert diese nach einiger Zeit ab. Die Zelle, die wir hier sterben sehen, ist nicht verletzt. Die Zytoplasmamembran ist intakt und auch die Organellen im Zytoplasma erfüllen nach wie vor ihre Aufgaben. Diese Zelle stirbt den programmierten Zelltod. Ist dieser Prozess einmal in Gang gesetzt, gibt es kein Zurück mehr. Und es folgt eine natürliche und kontrollierte Art des Sterbens, bei dem die Zelle aktiv mitwirkt. Dieser Vorgang wird Apoptose bezeichnet. Die Apoptose ist ein sauberer und wahrhaft altruistischer Tod. Die sterbende Zelle nimmt dabei die Verpackung des Zytoplasmas in Vesikel selbst vor. Es handelt sich also nicht um einen degenerativen, sondern um einen aktiven, energieverbrauchenden Prozess. Nach Dr. Weber ist die erhöhte Sterblichkeit der Tumorzellen durchaus real. Jedoch die Anwendung des Begriffes Apoptose ist für die hohe Zellsterblichkeit unzulässig. Aus der Sicht Dr. Webers sind die in den Zellen sichtbaren Korpuskeln teils freie, teils vakuolisierte Mikroben und nicht etwa Apoptotic Bodies oder apoptotische Vesikel. Sofern diese infizierte Zelle sich nicht rechtzeitig teilen kann, wird sie sterben. Ihre Außenmembran wird zerfallen, die gefangenen Mikroben befinden sich dann erneut im Zwischenzellstrom, sie werden von Nachbarn wiedergefressen, die sich damit ebenfalls infizieren. Teufelskreis. Wir haben hier also zwei verschiedene Deutungen ein und desselben Phänomens. Die Krebsforschung hält die Destruktion der Zelle für eine altruistische Selbstzerstückelung. Dr. Weber dagegen sieht darin die letzten Abwehrkämpfe einer von Mikroben infizierten Zelle. Wer hat recht? Hören wir zunächst wieder die Krebsforscher. Auch Tumorzellen sind wahrscheinlich in der Lage, bei gesunden Zellen, mit denen sie in Kontakt kommen, Apoptose auszulösen. Wir sehen hier, wie eine HeLa-Zelle, eine Zelle eines Muttermundtumors, Kontakt zu einer gesunden Epithelzelle aufnimmt. Etwa 48 Stunden nach dem Zell-Zell-Kontakt zeigt die gesunde Epithelzelle die typischen Anzeichen einer Apoptose. Deren Induktion bei angrenzenden gesunden Zellen würde die hohe Aggressivität bestimmter Krebsarten erklären. Es ist der gefilmte Beweis dafür, dass die Krebskrankheit eine Ansteckungskrankheit ist. Eine Zelle steckt hier ihre Nachbarin an. Die Ansteckung macht die bislang gesunde Zelle zum angeblichen Selbstmörder? Nein, die kranke Zelle hat ansteckende Mikroben und keine altruistischen Vesikel in den Zwischenzellstrom abgegeben. Dabei müsste es, folgte man der Auslegung der Krebsforscher, der empfangenen Zelle nach Verzehr der apoptotischen Vesikel doch eigentlich besser gehen. Stattdessen geht sie an der angeblichen Wohltat kaputt. Und diese tödliche Infektion jetzt auch noch altruistisch, also selbstlos zu nennen, ist eine besonders zynische Fehlinterpretation.
Nochmals die Krebsforscher. Die Phagozytose apoptotischer Vesikel kann in vitro, das heißt in Zellkultur, beobachtet werden. Deutlich sieht man, wie die linke Zelle über Zellausläufer Kontakt mit der rechten apoptotischen Zelle aufnimmt. Dabei wandern immer wieder Vesikel von der rechten in die linke Zelle. Was man zu den fabelhaften Aufnahmen des DKFZ gezeigtem Zeitraffer bemerken sollte, nach Auffassung Webers ist die Deutung des Korpuskelphänomens durch das DKFZ eindeutig falsch. Die Zelle opfert sich nicht etwa, sie ist vielmehr mit Mikroben infiziert und vergiftet. Sie stirbt nicht an Edelmut, sondern an der Infektion. Die linke Zelle, die im Zeitraffer wirkt wie ein Staubsauger, saugt die Mikroben aus der sterbenden, angeblichen apoptotischen Zelle ab, um sie am Entweichen in das Blutplasma zu hindern. Diese Staubsaugerzelle ist offenbar ein Leukozyt. Er hat die tödliche Fracht übernommen und wird versuchen, sie zur Milz oder Leber zu transportieren. Man darf als Zwischenfazit sagen, es gibt im Blut insbesondere aller Krebskranker Korpuskeln, die leider unterschiedlich gedeutet werden. Ebenfalls sah der Zellforscher Dr. Weber die Korpuskeln. Dies publiziert seit den 60er Jahren. Nur führte er den Gedanken der Blutinfektion weiter bis hin zur Infektion der Muttergewebszellen, zu Krebs. Dr. Weber hat in überzeugenden Beweisketten seine Theorie dargelegt. Total konträr dazu die Krebsforschungsinstitute in aller Welt. Sie sagen simpel, die Korpuskeln seien tot, bestenfalls apoptotische Vesikel und basta. Beweisführung durch das Experiment nehmen sie einfach nicht zur Kenntnis. Zum Beispiel äußerte sich der deutsche Krebspapst, Professor Dr. Dr. Harald Zuhausen, Chef des DKFZ Heidelberg, in der renommierten Münchner medizinischen Wochenschrift Nummer 128, 1986. Die Mikroskopaufnahmen beweisen nicht das Vorhandensein von Mikroparasiten. Es kann sich durchaus um Bestandteile von körpereigenen Zellstrukturen handeln. Die im Deutschen Krebsforschungszentrum und auch mir bekannten Arbeiten des Herrn Dr. Weber wurden bereits vor langer Zeit einer entsprechenden Bewertung unterzogen. Ich sehe auf dieser Basis keine Veranlassung, meine frühere Stellungnahme zu modifizieren. Darauf fragte der Autor dieser Dokumentation bei Professor Dr. Dr. Zuhausen per Einschreiben an, was denn nun eigentlich die alte Bewertung besage und wer sie verfasst habe. Leider kam seit 1986 darauf keine Antwort. Nun ist die Frage, ob ein Korpuskel lebt oder tot ist, im 21. Jahrhundert kein unlösbares Rätsel mehr. Hier gibt es längst glasklare Kriterien, nach denen sich dies exakt definieren lässt. Zu diesen Kriterien gehören a. die Fähigkeit, sich aktiv zu bewegen, b. der Nachweis eines eigenen Stoffwechsels sowie c. vor allem die Fähigkeit, sich aktiv zu vermehren. Die rätselhaften Korpuskeln im Blut Krebskranker, von der Wissenschaft als die Überbleibsel kranker Zellen angesehen, dagegen von Dr. Weber als Mikroben nachgewiesen, erfüllen diese drei Bedingungen perfekt. Vorausgesetzt, man hält die Präparate bei plus 37 Grad Celsius und gut versorgt mit Sauerstoff. Aktive Bewegung. Wir sehen hier bewegte Korpuskeln innerhalb einer Immunzelle. Die Krebsforschung glaubt, es handele sich um die Organellen der Zelle. Und diese Organellen bewegen sich deshalb, weil dies eben Teil der Lebensvorgänge der Zelle sei. Akzeptieren wir diese Behauptung? Dürfte man folgern, dass dann, beim Ableben der Zelle, ihre Organellen ebenfalls zu sterben hätten? Logisch. Nur ist genau dies nicht der Fall. Wir lassen die Zelle platzen, sie ist dann tot. Die angeblichen Organellen müssten nun ebenfalls tot sein. Aber sehr im Gegenteil. Die Korpuskeln leben nun erst richtig auf. Man sieht, sie schwimmen lebhaft und aktiv in allen Richtungen davon. Schauen wir uns das genauer an. Wir erkennen auf diesem Bild eine deutliche Strömungsrichtung von oben rechts nach unten links. Diese Bewegung ist eine Verdunstungswelle. In ihr und mit ihr treiben alle Bestandteile des Präparates passiv mit.
Eben ist nun eine Immunzelle geplatzt. Sie setzt ihren Inhalt frei. Die angeblichen Zellorganellen verteilen sich in alle Richtungen. Man erkennt das ganz deutlich. Einige schwimmen aktiv gegen die Strömung. Und dafür gibt es nur eine Erklärung. Sie sind individuelles Leben. Übrigens mit erstaunlich hoher Energieentwicklung. Tote Zelltrümmer wären zu solchen Kraftakten nicht fähig. Und nun noch ein schönes Beispiel. Hier ist ein Prophozoid, die Jugendform eines Gameten, gefangen worden. Die Vakuole umfängt den Parasiten. Seine lebhaften Fluchtversuche sind glasklar zu erkennen. Wir sehen die aktiven Bewegungen eines Lebewesens. Die Annahme, diese Mikrobe könne Teil einer toten Zelle sein, wäre absurd. Die parasitären Mikroben fressen Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, auf. Hier sehen wir einen Schwarm Mikroben. Sie haben begonnen, das Hämoglobin der Blutzellen aufzufressen. Zunächst sieht man sie nur im Bereich der Narbe. Jetzt haben sie den Erythrozyten schon halb aufgefressen. Und nun ist von der einstmals prallen Blutzelle nur noch die leere Membran vorhanden. Die Parasiten sind ausgeschwärmt und suchen sich neue Opfer. Die leere Hülle ist der Nachweis, dass das Hämoglobin gefressen wurde, dass also die Korpuskeln einen Stoffwechsel besitzen. Aber auch die ausgewachsenen Parasiten haben guten Appetit. Hier sehen wir schmarotzende Fadenformen an Zellen und hier sehen wir Stabformen in einer leer gefressenen Membran eines roten Blutkörperchens. Auch hier knabbert eine Stabform an einem Erythrozyten. Hier zieht eine Fadenform einen Ery hinter sich her. Übrigens auch ein schönes Beispiel für die Fähigkeit zu aktiver Bewegung. Die Parasiten fressen. Ganz klar. Die Schäden am Blutgewebe einerseits und andererseits zahlen- und größenmäßige Zunahme der Korpuskeln sind in etwa proportional zueinander. Aus Blutzellmasse wird Korpuskelmasse. Vermehrung. Wie die meisten Einzeller können sich die strittigen Korpuskeln sowohl durch Teilung als auch geschlechtlich durch Austausch ihres Kernmaterials vermehren. Sie sehen hier konjugierende Gameten, die sich eng aneinander pressen. Dies führt dazu, dass sich aus dem befruchteten Gameten Oozyten entwickeln. Dieser Vermehrungsvorgang ist mit dem Lichtmikroskop schwer zu verfolgen. Besser zu beobachten die Einfach- bis Mehrfachteilung. Sie erfolgt vor allem dann, wenn der Gamet sich in Gefahr sieht, also wenn er bestrahlt wird oder chemischen Reizen, Giften ausgesetzt wird. Das ist schön vergleichbar mit der Situation, wenn ein Schiff versinkt und alles in die Boote steigt. Die Mikrobe verpackt ihr Erbmaterial in viele kleine, extrem resistente Überlebenseinheiten zu Merozoiten. Manche Gameten sind nicht ganz so in Panik. Dieser hier, man sieht sein Köpfchen etwa bei 3 Uhr, lässt sich Zeit und sondert sich teilchenweise Stück für Stück ein neuer Merozoit in das Blutplasma ab. Lassen wir Dr. Weber kommentieren. Jetzt sieht man eine minimale Einschnürung seines Kernmaterials, des Hellen. Jetzt ist es klar hier zu erkennen, das Kernmaterial wird eingeschnürt, wobei er zappelnde Bewegungen macht und sich streckt. Ganz klar zu erkennen hier. Ganz klar zu erkennen. Jetzt ist er endlich frei. Jetzt ist er frei und schwimmt in Richtung 1 außerhalb, während der andere am Erythrozyten haftenden sein Werk fortsetzt. Aber ich hoffe, das genügt, was wir bisher hier demonstriert haben. Eine Verwechslung mit zelleigenen Organellen ist ja der reinste Witz. Diese Äußerung kann nur einer tun, der von Vivisektion und Videomikroskopie keine Ahnung hat.
Diese winzigen Jugendformen der Gameten sind von enormer Resistenz. Das demonstriert Dr. Weber in einem verblüffenden Experiment. Wir entnehmen dem Patienten Blut und führen den Vitalnachweis nach Dr. Webers Anleitung. Mit dem Kapillarblut fertigen wir einen nativen Blutausstrich, ziehen diesen 3 bis 4 Mal durch die Flamme. Hierbei entsteht etwa 140 bis 160 Grad Celsius Hitze. Die eben noch lebendigen Blutzellen sind gekocht und völlig ausgetrocknet. Sie sind definitiv tot, mitsamt allen eventuellen Organellen und Vesikeln. Den Ausstrich auf Körpertemperatur abkühlen lassen. Mit steriler 1 Milliliter Spritze werden 0,3 Milliliter Natriumcitratlösung, Fresenius, und anschließend 0,7 Milliliter sterile Ringerlösung, Fresenius, aufgezogen. Spritzeninhalt durch Schütteln gut vermengen. Einen größeren Tropfen dieser Lösung auf den Blutausstrich auftragen. Das Präparat mit einem Deckblättchen gut verschließen. Mit Ölimmersion bei Blende 2 bis 2,5 mikroskopieren. Die zerstörten Blutzellen liegen zunächst als filigranes Muster sehr hübsch, aber regungslos unter dem Okular. Nach kurzer Zeit aber beginnt sich etwas zu regen. Die Parasiten innerhalb der toten Blutzellen erwachen zu neuem Leben. Munter und aktiv und äußerst vital schwimmen sie umher. Sie sind eigenständiges Leben und keine apoptotic bodies. Alle menschlichen Zellbestandteile sind hundertprozentig abgetötet worden. Experiment B ist dieselbe Prozedur wie Experiment A, aber diesmal ist der Blutausstrich nur sehr dünn aufgetragen. Dr. Weber behauptet, die angeblichen apoptotischen Bodies sind vitales, eigenständiges Leben. Um dies zu beweisen, zerstören wir frisch entnommenes Kapillarblut durch Hitze. Das heißt 140 bis 160 Grad. Aber die parasitären Mikroben erweisen sich als nahezu unzerstörbar. Trotz der Hitze bleiben sie unbeschädigt und lebendig. Unter dem Mikroskop erzielen wir ähnliche Resultate wie im Experiment A. Wieder sehen wir die Überbleibsel ehemaliger roter Blutzellen. Jetzt sind sie tot und bewegungslos. Nach Auftragen von Ringerlösung sehen wir wieder parasitäre Mikroben. Diese sind definitiv agiles, eigenständiges Leben. Als die Ärzte des Max-von-Pettenkofer-Instituts 1970 stolz über ihre Korpuskeln berichteten und als Dr. Weber 1968 seine ersten Filmaufnahmen dieser Korpuskeln machte und in Fachzeitschriften publizierte, genau zu dieser Zeit machte man sich in den westlichen Hauptstädten von Bonn bis Washington Gedanken der unterfinanzierten Krebsforschung, die sich auf die These der unbelebten, multiplen Krebsursache stützte, finanziell massiv unter die Arme zu greifen. Endlich! In Deutschland begann 1971 das Vorsorgeprogramm und sollte die Patienten zu Scharen in die Praxen treiben. Und der US-Kongress bewilligte zwischen 1971 und 1976 7 Milliarden US-Dollar und machte damit das NCI zum mächtigsten aller US-Gesundheitsinstitute. Und in diese günstige Entwicklung drang nun Dr. Weber mit seiner Lehre der einheitlichen, belebten Krebsursache. Diese war der genaue Gegensatz zu jener der multiplen, unbelebten Krebsursache und hätte den 9 Milliarden Segen in Zweifel gestellt und gestört. Nein, Dr. Weber konnte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt in der Arena der Zellforschung erscheinen. Und heute? Niemand kann mir zugeben, dass Weber schon vor 30 Jahren im Recht war. Folglich Milliardenetats verballert, vermutlich Millionen Patienten unnötig in die Grube therapiert worden sind. Eine ungeheure Regresslawine käme auf die Medizin zu. Das Vertrauen der Patienten wäre zutiefst erschüttert.
Nein, ein Eingeständnis ist unmöglich. Man kann nur versuchen, den Bankrott der Ursachenforschung auch weiter hinter den Apoptotic Bodies zu verstecken und so über die Jahre zu schleifen und im Übrigen zu hoffen, dass die Krankheit irgendwann über die Genforschung therapierbar werde. Sei abschließend gesagt, die Ursache der Krebskrankheit ist seit über 30 Jahren bekannt. Die Erreger sind tausendfach gefilmt und jederzeit nachweisbar. Die Verfahren zum Protozoennachweis nach Dr. Weber sind kein Geheimnis. Jedes medizinische Labor mit Zentrifuge und Lichtmikroskop ist in der Lage, den Lebendnachweis der angeblichen Apoptotic Bodies erfolgreich durchzuführen. Wenn Webers Resultate Realität sein sollen, erhebt sich die Frage, warum angeblich niemand sonst diese Fakten zu sehen vermag. Nun, wer Webers Ergebnisse erzielen möchte, müsste auch seine Methode anwenden. Ist man erst einmal dazu bereit, ist der Rest relativ einfach. Wir gaben zwei Heilpraktikern die Anleitungen Webers zur Hand. Und beiden gelang auf Anhieb mühelos die Sichtbarmachung der von Weber beschriebenen Mikroparasiten. Hallo, mein Name ist Bea Langhammer, ich bin Heilpraktikerin und Dunkelfeldtherapeutin. Ich habe von der Theorie von Dr. Weber erfahren und hat mich interessiert. Und ich habe das versucht, mit meinem Dunkelfeldmikroskop zu überprüfen und habe festgestellt, dass tatsächlich die Methode funktioniert und dass lebende Parasitenformen übrig bleiben, wenn man das Blut erhitzt hat. Und denke, dass diese Form korreliert mit kranken Patienten bzw. krebsdispositionierten Patienten. Der Nachweis ist leicht zu führen für jeden Dunkelfeldtherapeuten. Dies übrigens mit relativ einfachem Aufwand. Benutzt wurde ein Dunkelfeldmikroskop mit 500-facher Vergrößerung. Gefilmt wurde mit einer Digitalkamera im Makrobereich. Dies ist bewusst ein Notbehelf, um zu demonstrieren, dass praktisch mit jedem Dunkelfeldmikroskop ab 500-facher bzw. mit jedem Lichtmikroskop ab 1000-facher Vergrößerung Blutparasiten mikroskopiert und gefilmt werden können. Dies ist das Frischblut eines Hautkrebspatienten. Noch sehen die Erythrozyten völlig normal aus. Aber nach der Erhitzung auf plus 180 Grad Celsius sind die eben noch lebendigen Blutzellen ausgedörrt. Alle menschliche Zellsubstanz ist sicher abgetötet worden. Doch nach Befeuchtung des harten Blutfilms mit Ringerlösung erwachen die Mikroben zu munterstem Leben. Sogar Fadenformen überstehen die Erhitzung und bewegen sich munter, als sei nichts geschehen. Hier ein Gamet, wir kennen diesen Typ aus den Aufnahmen Dr. Webers, der die enorme Erhitzung ohne Probleme überlebt. Die roten Blutzellen sind dagegen restlos abgetötet und staubtrocken gewesen, ehe die Mikroben mit Ringerlösung aus der Hypobiose erweckt wurden.
Hier sieht man neben zahlreichen Merozoiten, das sind die kleineren Mikroben, auch runde Gameten. Sie sind seltener als die Stab- oder Fadenform. Sie wurden deshalb im Hauptfilm nicht erwähnt. Dem Betrachter fällt der Unterschied zwischen Mikroaufnahmen mit Lichtmikroskop und denen des Dunkelfeldmikroskops auf. Der Unterschied besteht insbesondere darin, dass im Gegensatz zum Lichtmikroskop im Dunkelfeld zwar verfremdete, dafür aber sehr kontrastreiche Bilder entstehen. Hier sehen wir einen Gameten der klassischen Stabform, wie wir ihn schon von Dr. Weber her kennen. Und das hier sind wieder Fadenformen, uns ebenfalls schon aus Dr. Webers Filmmaterial bekannt. Sie sehen am unteren Bildrand zwei Erythrozyten, innerhalb derer sich größere Ansammlungen von Merozoiten befinden. Wahrscheinlich handelte es sich hier ursprünglich um ausgewachsene Gameten, die sich bei beginnender Hitze noch rasch teilten. Man kann erkennen, dass sie in heller Aufregung sind und einen Ausweg suchen. Hier zappelt sich ein Merozoid von einer Zellmembran frei und schwimmt davon. Das hier ist frisches Blut eines CA-Patienten. Von Blutparasiten ist noch nichts zu sehen. Die Blutzellen scheinen sauber, erinnern an Lachskaviar. Gegner Webers bezeichnen die von ihm nachgewiesenen Bewegungen gern als Auswirkung von Schockwellen. Wie aber Schockwellen wirklich aussehen, ist hier gezeigt. Wie eine Flutwelle werden alle Bestandteile gemeinsam fortgeschwemmt. Ein deutlicher Unterschied zu den individuellen Aktivitäten der Mikroben in den Weberaufnahmen. Die Form dieser Mikroben erinnert an Fischchen in einem Pool. Jeder interessierte Mediziner, Veterinär, MTA, Student, Pharmazeut, Zahnarzt, Biologe, Chemiker und so weiter und so fort, kann mit den geschilderten Mitteln einfach und zuverlässig eine bestehende Protozoämie nachweisen, sichtbar machen und gegebenenfalls sogar filmen. Letzteres wäre übrigens auch wichtig für eine Verlaufskontrolle. Hier abschließend noch einmal Heilpraktiker Blasig. Ja, mein Name ist Thomas Blasig. Ich bin Heilpraktiker für Homöopathie und Umweltmedizin und bin vor kurzem mit den Forschungen von Dr. Weber konfrontiert worden, habe diese Versuche, die Dr. Weber angegeben hat, zumindest teilweise nachvollzogen an Patienten. Und kann durchweg sagen, dass Patienten, die Beschwerden haben, Krebs oder andere schwere Erkrankungen, dass die durchweg eine höhere Parasitenbelastung haben als normal gesunde Menschen, beziehungsweise bei richtig gesunden Menschen ist eigentlich überhaupt gar nichts von diesen Erregern im getrockneten Blut, also im gerösteten Blut zu finden. Und dass Patienten, die bestimmte Maßnahmen ergreifen, wodurch die Parasitenlast im Blut abgesenkt wird, dass es denen einfach wesentlich besser geht. Das sind durchweg meine Erfahrungen. Also das Interessante an dieser Methode nach Dr. Weber finde ich, dass in Zukunft eine Verlaufskontrolle von therapeutischen Maßnahmen bei kranken Menschen, bei krebskranken Menschen möglich ist. Das heißt, man kann einfach sehen, man ergreift eine bestimmte Maßnahme, ob das nun Vitamin C ist, kolloidales Silber, ob das ein Blutseppen ist, also diese Behandlung mit elektrischen Strömen, oder sei es auch eine normale schulmedizinische Behandlung, was auch immer. Man hat die objektive Verlaufskontrolle, die sehr schnell und sehr einfach zu machen ist und die jeder Heilpraktiker, jeder Arzt, der sich ein entsprechendes Mikroskop zulegt und einfach kurz mit dieser Methode auseinandersetzt, die ist wirklich in wenigen Minuten gelernt, dass er die Möglichkeit hat, exakt zu kontrollieren, nutzt es etwas, was ich mache, oder nutzt es nichts? Muss ich bei dem Patienten vielleicht andere Schritte ergreifen? Also das ist in Richtung
standardisierte, objektive Krebstherapie ein Riesenfortschritt. Die Problematik der Krebsforschung ist, dass sie vor rund einem Jahrhundert an das Dogma gefesselt wurde, Krebs sei keine parasitäre Infektion der Zelle. Dank verbesserter Technik kann heute jedermann sehen, dass diese alte Hypothese falsch ist. Die angeblich toten Organellen sind unzweifelhaft quicklebendige Mikroben. Ihre Erforschung ist der Schlüssel zur Kontrolle über diese Krankheit. Revolutionäre Grundlagen zu einer weiterführenden Forschung liegen längst vor. Schon jetzt darf man sagen, dass das Rätsel Krebs gelöst ist. Zwar tut sich die Schulmedizin noch schwer, sich von alten Wegen, alten Dogmen zu lösen, aber es besteht kein zwingender Grund mehr, dass die Patienten untauglichen Wegen weiter zu folgen hätten, um dann blindlings und vertrauensvoll die Klippen hinabzustürzen. Das Bild von Krebs wird sich total verändern. Damit Theorie und Praxis. Neue Wege tun sich auf, denn Krebs ist eine Infektionskrankheit. Der tatsächliche Feind ist erkannt, isoliert und dargestellt. Er kann erforscht und bekämpft werden. Dr. Weber gebührt unser aller Dank.